Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich bin euer T-Max und ihr seid wieder unterwegs auf Gameplay Deluxe. Wir sind hier stehen geblieben in dem wunderbaren Lagerräumchen und wollten uns das Terminal hier mal anschauen. Achso, hier gibt es nur Zugriffsprotokolle, okay. Das ist ja jetzt nicht sonderlich spannend. Hier war noch die Tür, genau. Das sieht doch mal wesentlich spannender aus. Kommen auf jeden Fall irgendwie in einen älteren Trakt. Wie man unschwer erkennen kann an der Optik. Okay, ab jetzt habe ich ehrlich gesagt lieber die Knarre im Anschlag. Na, komm, wir nehmen mal die hier. Hier ist ja nichts. Aha. Das sieht wiederum gar nicht mehr so schlecht aus. Aha. Ist irgendwie überall Öl. Da liegen schon die ersten Sachen herum. Ich hoffe, wir haben uns auf diese Weise nichts weggeschossen, was sinnvoll, also was heißt sinnvoll, was wichtig wäre. Ich bin echt gespannt, was wir uns hier erwartet. Ah, hier ist noch eine Grabungsstätte, glaube ich. Ne? Sieht mir ganz danach aus. Hier haben sie noch versucht weiter zu graben und den Komplex noch zu erweitern. Wie es mir scheint. Haben aber aufgehört, anscheinend. Einfach so mittendrin. Vielleicht, weil nicht noch mehr Platz gerade nötig war. Oder aus einem anderen Grund. Ist auch recht festes Sediment. Ach ja, stimmt. Unser Workaround muss ich natürlich nochmal eben schnell anmachen. Hier scheinen ja doch keine Gegner zu sein. Das ist ganz gut. Interessant. So, das Öl haben wir. Aha. Reden Sie einfach weiter, wenn Sie können. Das kann jetzt leider gleich wehtun. Kein Problem, Doc. Kellogg. Eine Betäubung würde Ihren Blutdruck zu stark senken. Sie müssen bei Bewusstsein bleiben. Das haben Sie mir schon erklärt. Aber die Sache ist es wert, richtig? Oh ja, auf jeden Fall. Diese Implantate sind viel fortschrittlicher als alles, was sie bisher hatten. Dr. Walter ist sehr zufrieden mit ihnen. Das Generation 3 Synth-Programm macht endlich Fortschritte, dank des genetischen Materials, das sie entdeckt haben. Meinen Sie den Jungen aus dem Vault? Ja, eine absolut makellose DNA-Probe. Jetzt wird es etwas komplizierter. Schauen Sie bitte direkt ins Licht. Alles ist lila. Muss das so sein? Ach, das ist nur ein Kalibrierungsfehler. Wie ist es jetzt? Besser. Ich bin froh, dass ich die Dinge an einer kooperativen, menschlichen Testperson ausprobieren kann. Die Direktoren wollen sonst eigentlich nicht, dass diese Technologie das Institut verlässt. Sie müssen sie höchst vertrauenswürdig finden. Sind Sie sicher, dass die Dinger richtig funktionieren, Doc? Aber ja, mit Ausprobieren meine ich einfach nur, dass ich mit der Zeit Daten sammeln kann, die für weitere Verbesserungen nützlich sind. Gleich kann es ziemlich wehtun. Versuchen Sie, bei Bewusstsein zu bleiben. Aha, da wurden also gerade ein paar Änderungen an Kellogg gemacht. So, im Robotikbereich waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Das hätte alles sein können. Oh, cool. Nur ein Fehler im Nervensystem. Die Feinmotorik-Software könnte ein Update vertragen. Wenn es nur ein Gliederzucken wäre, ja. Aber ihre Augen haben sich auch bewegt. Unwillkürliches Zucken und schnelle Augenbewegungen im Schlaf
können nur eins bedeuten, Max. Dr. Watson kann ein bisschen zwanghaft sein. Wenn du jetzt wieder eine deiner flammenden Reden über künstliche Empfindungsfähigkeit und Maschinen mit Seelen halten willst, lass es. Ich habe genug davon gehört. Die könnte ich schon aus dem Gedächtnis aufschreiben. Aber wir dürfen die Frage nicht ignorieren. Wenn ein Synth träumen kann, warum kann er keine Seele haben? Und wenn ein Synth eine Seele hat, ist er nach jedem überprüfbaren Standard ein Lebewesen. Natürlich ist es viel bequemer, sie als Maschinen anzusehen, damit wir mit ihnen tun können, was wir wollen. Wenn du unsere Arbeit ablehnst, Binet, dann weißt du ja, wo der Teleporter ist. Warte mal, das habe ich nie behauptet. Ich versuche nur, den Leuten die Augen für neue Möglichkeiten zu öffnen. Das ist eine unerwünschte Ablenkung. Wir sind Wissenschaftler, keine Philosophen. Du tätest gut daran, dir das zu merken. Wieder mal ein schöner Tag, oder? Wenn du mich fragst, könnte die Synth-Software ein bisschen Debugging vertragen. Was für ein interessantes Gespräch. Hier scheint mir, aua, gerade ein neuer Synth zu entstehen. Ich finde das gerade sehr interessant, wie die hergestellt werden. Ist das nicht mega cool? Ich lasse das hier gerade einfach mal so ein bisschen durchlaufen. SEB erhalten. Was brauchen Sie? Nee. Sie fordern wieder Ersatzrunner an, und zwar ziemlich viele. Sie Guten haben Tag. Die ganze Einheit an der Oberfläche verloren. Soll das ein Witz sein? Das ist das dritte Mal in diesem Monat. Dr. Ayus kann meine Synths nicht so leichtfertig einsetzen. Der kriegt von mir keine mehr. Soll ich mehr sagen? Nein, ich mach das. Den Umgang mit diesem Mann würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen. Theoretische Grenzen sind dazu da. Doc, du bist zu einem bedeutenden Zeitpunkt eingetroffen. Unsere Synths der dritten Generation sind ein echter Durchbruch. Das Ergebnis von Jahrhunderten der Forschung. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass sie den Menschen in fast allen Belangen überlegen sind. Warum sind sie überlegen? Die Liste der Verbesserungen ist lang. Nach einer Stunde hätte ich noch nicht alles aufgezählt. Stell dir vor, was du ohne Angst vor Hunger oder Krankheiten erreichen könntest. Stell dir vor, was du erschaffen könntest, wenn du jeden Moment deines Lebens ohne Bedürfnis nach Schlaf nutzen würdest. Wie gesagt, ein bedeutender Zeitpunkt. Interessant. Max. Mit unseren Gen 3 Synths haben wir die Menschheit verbessert. Aha, interessant. Aber hier der Herstellungsprozess von den Synth ist ja mal überkrass, oder? Bitte hier entlang zur Herstellung. Hier werden dann die ganzen Knochenteile und so rausgeholt. Hier greift er einfach in die Dinger rein, zack, da sind die Teile drin, die Knochen. Und dann wachsen da die Organe dran. Krass. Schon sehr, sehr cool gemacht hier. Hallo, so, Doc. Mit dem müssen wir noch reden. Du bist es. Endlich bist du bei uns. Ich möchte mich für den Ärger entschuldigen, den dir unsere Synths vielleicht auf deinem Weg hierher gemacht haben. Wir konnten ihnen deine Identität nicht mitteilen und sie haben bestimmte Protokolle um sich und die Interessen. Hey. Verdammt. Doktor! Hast du es bemerkt? Ich habe die Reaktionszeit der Synths um 0,04% verbessert. Wir können von Glück sagen, dass die Synths uns helfen. Toll. Wieder Ersatzrunner an. Und zwar ziemlich viele. Sie haben wohl eine ganze Einheit an der Oberfläche verloren. Soll das ein Witz sein? Das ist das dritte Mal in diesem Monat. Dr. Ayo kann meine Synths nicht so leichtfertig einsetzen. Der kriegt von mir keine mehr. Soll ich ihm das sagen? Nein, ich mach das.
Den Umgang mit diesem Mann würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen. Ich wollte da mal reingucken. Was da so weiterkommt. So. Was haben wir hier? Unsere Beobachtungen an der Oberfläche haben bestätigt, dass die Zeit fast gekommen ist. Schon sehr bald werden unsere Gäste hier sein. Gäste, nicht Gast. Ich muss zugeben, dass ich sowohl Hoffnung als auch Beklemmung verspüre, wenn ich an unser erstes Treffen denke. Bitte trefft alle nötigen Vorbereitungen, betrachtet vorerst alle brisanten Informationen als vertraulich. Wir können nicht mit Gewissheit sagen, was unsere Besucher antreibt, insbesondere nach der Kontaktaufnahme zur Railroad. Wir werden vorsichtig sein, aber wir müssen ihnen auch das Gefühl geben, willkommen zu sein. Wenn wir erst ein gewisses Vertrauen aufgebaut haben, können wir uns immer noch öffnen. Ich brauche euch sicher nicht daran erinnern, wie wichtig mir die Sache ist. Bedenkt aber bitte auch, was für eine Gelegenheit sich aus dieser Sache für das Institut ergibt. Wir werden sehr davon profitieren, wenn wir diese Gelegenheit nutzen. Vater. Ich denke mir gerade meinen Teil, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu krass, was ich mir überlegt habe. Ich habe mich kürzlich mit Dr. Lee getroffen, um die aktuellen Daten zur Energieverteilung durchzugehen, und es gibt sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Fangen wir mit den guten an. Es ist unstrittig, dass wir uns alle Dr. Lees Bitte um eine stärkere Verinnerlichung der Energieeinsparung zu Herzen genommen haben. Die Daten zeigen, dass wir unsere Effizienz in allen Bereichen steigern konnten. Besonders stolz bin ich, dass die Abteilung Robotik hier den größten Fortschritt erzielen und sogar die fortschrittlichen Systeme überflügeln konnte. Nur reichen leider unsere bisherigen Anstrengungen noch nicht aus. Wir müssen weiterhin Wege finden, um Energie zu sparen, ohne dabei unsere Forschung und Produktion zu vernachlässigen. Was ich verlange, ist schwer, dessen bin ich mir bewusst, aber ich bin davon überzeugt, dass wir auch diese Herausforderungen meistern werden. Ich habe ein paar Ideen, über die wir in der nächsten Direktoriumssitzung reden werden. Bis dahin möchte ich euch bitten, der Frage der Energieeinsparung oberste Priorität einzuräumen. So, ich mache mir Sorgen, dass die Behebung unserer Probleme mit dem Kindersyn-Prototypen angeht. Ich kann gegenüber dieser Abteilung nicht genug betonen, wie wichtig es ist, diese Schwierigkeiten so schnell wie möglich vollständig in den Griff zu bekommen. Wieder und wieder haben wir Fehler behoben, nur damit sie kurz darauf erneut auftreten. Ich frage mich allmählich, ob wir unsere vermeintlichen Lösungen ausgiebig genug testen, bevor wir uns dem nächsten Problem zuwenden. Ihr wisst, dass ich großes Vertrauen in euch habe, aber die Zeit läuft uns davon. Ich muss euch bitten, alles in eurer Macht Stehende zu tun, um die Projektziele im vorgegebenen Zeitrahmen zu erreichen. Das hat oberste Priorität. So, ich wurde darauf hingewiesen, dass einige von euch mit den Methoden und der Vorgehensweise des SEB bei der Suche nach den verschwundenen Synths nicht einverstanden sind. Ich möchte ein paar Worte zu diesem Thema verlieren. Zunächst einmal sollt ihr wissen, dass ich mir euer Bedenken bewusst bin und mit Dr. Ayo darüber sprechen werde, um sicherzugehen, dass auch er davon weiß. Jede Art der Störung eurer Arbeit gilt es ernst zu nehmen, besonders in schweren Zeiten wie diesen. Allerdings muss ich euch auch um Geduld und eure Hilfe bitten. Ohne gewisse Störungen und Unannehmlichkeiten ist es einfach unmöglich, alle nötigen Informationen für diese Untersuchung zusammenzutragen. Vergesst nicht, dass eure Mitarbeit entscheidend dafür ist, diese Untersuchung zu einem schnellen und erfolgreichen Ende zu bringen. Ich bin sicher, dass wir uns das alle wünschen. So, Synth gegen Android. Während die Produktion unserer Gen 3 Synth zügig vorangeht, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um unsere Kategorisierung zu formalisieren. Die Bezeichnung Androide wurde seit Bestehen des Instituts synonym zum Begriff Synth verwendet. Und obwohl einige unserer älteren Mitglieder Androide vorziehen, allen voran Dr. Zimmer, hat sich die Bezeichnung Synth mittlerweile durchgesetzt. Heute sind unsere Schöpfungen der dritten Generation tatsächlich synthetische Wesen, sodass Synth als Name passender denn je erscheint. Ab sofort würde ich es begrüßen, wenn alle offiziellen Institutsaufzeichnungen und jegliche Korrespondenz den Begriff Synth bzw. Synths verwenden würde. Lasst uns unsere Vergangenheit besinnen und das Erbe der Androiden in Ehren halten, aber lasst uns auch in die Zukunft blicken und gemeinsam die Möglichkeit des Synths erkennen. Aha, was haben wir noch? Zugriffsprotokolle. Eigentlich nur Binet und Loken. Da wieder Ayo. Notizen zensiert jedes Mal. Fernzugriff. Immer Fernzugriffe. Ist natürlich schon krass hier. Verzeihung. Wenn du mich fragst, könnte die Synth-Software ein bisschen Debugging vertragen. Dr. Loken. Die Synths sind nicht nur Vaters Vermächtnis. Schon echt. Geht ganz schön ab hier. Muss man einfach mal sagen. Du und alle anderen. Entschuldigung, Doktor. Vertraut, die Synths behandeln dich hoffentlich gut. Es muss einen Unterschied zwischen uns und ihnen geben. Nein.
Sie wurden aus uns entwickelt. Die Synths besitzen Unmengen an Potenzial, das sie noch nicht genutzt haben. Ich empfehle dir, deine radikalen Ansichten ab jetzt für dich zu behalten. Andernfalls könnte für dich schon bald eine Teleporterreise ohne Rückfahrkarte anstehen. Das ist wohl richtig. Hier, ey. So, ich glaube, wir haben uns jetzt so ziemlich alles angesehen. Aber ich weiß immer noch nicht, was Phase 3 ist. Das hat mir immer noch keiner gesagt. So, hier müssten wir dann wieder, ja, Biowissenschaften. Da waren wir ja zuerst drin. Terminal öffnen lassen. So, das kriegen wir hin. Müssen wir über uns wahrscheinlich auch nochmal an die Wohnungen. So, jetzt habe ich zugegebenermaßen wirklich nur geraten. Geschafft. So. So kann man es natürlich auch. So, Tür öffnen. So. Schön alles weglooten hier. Also wie gesagt, ich hab's auch in den Kommentaren schon erwähnt, aber ich bin dem Institut im Moment gar nicht so abgeneigt. Weil eventuell ist die Grundidee von denen ja gar nicht so blöd. Quasi wieder die Welt aufzubauen, mehr oder weniger mit den Synths. Mein Papa sagt, du seist Vaters Papa, aber er sieht viel älter aus als du. Hey, Kleine. Wenn Quentin doch nur mit seinen dummen Geschichten aufhören würde. Ah, verprügel ihn doch einfach. Schön, dich zu sehen. Ich liebe meine Arbeit. Aber noch mehr liebe ich es, Vater zu sein. Entschuldigung, ich muss Berichte ausliefern. So, okay. Hier gibt es auf jeden Fall nicht mehr für uns. Ist da unten noch eine Etage? Okay, hier geht's nur nach oben. Ach fuck, ich war ja noch gar nicht in den Dingens da hinten. Mist. Kann ich ja den Toilettencode gerade gar nicht überprüfen. Da müssen wir nochmal runter. Auf jeden Fall. Beziehungsweise. Okay, das war vor dem Terminal, das will ich nicht nochmal machen. So, jetzt kommen wir hier gleich wieder. Hier können wir jetzt wieder nach unten gehen, wenn wir wollen. Ach, hier sind wir sogar wieder ganz oben angekommen. Am Teleporter. Und theoretisch könnten wir sogar im Moment tatsächlich rein und raus aus dem Institut. Ohne Probleme. Im Moment sollte das noch gehen. Weil wir ja den besagten Chip haben. Da waren wir noch nicht. Müsste da dieses Terminal sein, wo ich gerade drin war. Ja, an dem Waffending hier. Ne? Ja, das sieht genau nach dem richtigen aus. Perfekt. Dann gehen wir hier einmal hoch. Unsere Technologie muss nach deinen Standards sehr fortschrittlich wirken. Ellie! Hey, was brauchst du denn? Ah, wir können... Ah, das wär's erstmal, danke. Reden. Also, bis dann. Schade, ich dachte, da wäre noch ein bisschen was offen. Ah, hier ist der grausame Kindersynth. Kaputt. So, hier, nee. Da an die Sachen kommen wir irgendwie nicht dran. Mikrofon können wir nicht benutzen. Hier konnten wir aber nochmal looten. Achso, da ist auch schon leer. Ist auch nichts mehr. Gehen wir mal noch nicht eins nach oben. Erst hier durchgucken. Siehst du, direkt mal Sachen übersehen gehabt. So, zum Glück gibt es hier keine Toilette. Die hat man bestimmt auch nicht umgedreht. Auf links hier.
Ah, ich meine natürlich nur den Spülkasten. So, steckt die Waffe weg. Im Moment brauchen wir sie nicht. Was denkst du? So, das ist die Frage. Was denke ich denn jetzt eigentlich? So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.